Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Einfach mal so zwischendurch mit einer Eilmeldung für alle, die es noch nicht gelesen haben oder nur am Rande mitbekommen haben, möchte ich einmal die neuen Beschlüsse und die 8 Punkte, auf die sich die Regierung und die Parteien in Österreich geeinigt haben, möchte ich euch einmal kredenzen. Es gibt übrigens laut dem Kanzler Schallenberg, Alexander Schallenberg, keine andere Möglichkeit mehr und wir müssen uns dem verlässlichen Instrument bedienen, um die Welle zu brechen, die 4. Welle. Na klar, alter Wein in neuen Schläuchen, keine Ahnung, wie blöd die daherkommen, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Aber das Thema ist natürlich ein Lockdown. Und zwar bundesweiter Lockdown in Österreich, und zwar für Gepiekste und Ungepiekste, also für alle. Gilt von 0 bis 24 Uhr, also den ganzen Tag, und soll bis zum 13.12. laufen. Also nur 20 Tage. Aber nach den 20 Tagen läuft dann wieder der Lockdown für Ungepiekste. Und innerhalb dieser 20 Tage soll nach 10 Tagen validiert werden, ob das irgendwas gebracht hat. Das kann ich jetzt schon beantworten. Der zweite Punkt ist, die Kinder müssen nicht zur Schule. Die Schulen sind offen, aber in Österreich gibt es ja keine Präsenzpflicht. Die Kinder können auch unentschuldigt zu Hause bleiben. Dritter Punkt ist die Peaks-Offensive. Und zwar soll es richtig rund gehen. Jeder, der einen Vektor-Peaks hatte, darf sich sozusagen, wird empfohlen, ab 4 Monaten sich eine neue Dröhnung zu holen. Und für alle, die mRNA hatten, ist es möglich, ab 4 Monaten nach dem letzten Peaks sich schon den neuesten Peaks zu holen. Die Peaks-Offensive geht dann aber erst richtig los, und zwar am 1.2. Und am 1.2., da komme ich noch zu Punkt 8 gleich, also ab 1.2. wird alle 7 Monate dann der Booster erforderlich sein in Österreich. Ja, entsprechend welcher Booster es auch immer dann sein wird. Gleichzeitig werden die Kontrollen verschärft und die Strafen werden erhöht, natürlich. Und das sind auch immense Strafen, die dann da auf einen zukommen. Homeoffice-Empfehlung ist Punkt Nummer 5. Und im Bundesdienst, so wie das sich da rausliest, steht Homeoffice im Bundesdienst. Also es ist, glaube ich, obligatorisch im Bundesdienst. Punkt Nummer 7, auch sehr schön, FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Ich weiß nicht, ob das auch für die Kinder gilt, ob die auch FFP2-Masken tragen müssen oder ob es überhaupt welche in der Größe gibt. Aber ansonsten jeder und auch beim Arbeitsplatz. Also wenn man dann nochmal das Haus verlässt, um zu arbeiten, dann muss man aber den ganzen Tag diese Staubmaske aufsetzen. Und macht man sowieso dann lieber Homeoffice. Ja, und Punkt Nummer 8 ist die allgemeine, für alle geltende Peaks-Pflicht, die in einem neuen Gesetzgebungsverfahren bis zum 1. Februar beschlossen werden soll und dann in Kraft tritt. Das ist alles verfassungsrechtlich geprüft und so weiter, alles ideal, alles super. So wird es gesagt. Ja, und was heißt das für Österreich? Das haben wir ja über uns schweben gesehen, aber nicht gedacht, dass das tatsächlich kommt. So schnell vor allem und so radikal. Morgen ist die Demo in Wien, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass da so viele wie möglich hingehen. Denn der nächste Schritt wird natürlich sein, dass das gleiche Konzept oder ähnlich abgewandelt auch in Deutschland stattfinden wird. Ja. Also zieht eure Schlüsse daraus, macht euch da wirklich Gedanken. Es ist längst keine Paranoia mehr. Und sprecht mit den Leuten darüber, die immer noch denken, dass sie sich hätten freigepiekst und das hätte irgendeinen höheren Sinn. Ich weiß nicht, wie das dann weitergeht, ja, wenn jetzt 20 Tage angeblich dieser Lockdown ist.
danach denn der ungepieksten Lockdown weitergeht oder vielleicht wird es ja noch verlängert, hört das überhaupt wieder auf? Unglaublich. Es ist wirklich total schrecklich. Es ist spätestens jetzt sozusagen die erste Bombe gefallen. Bis später.